Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Ich musste das Spiel leider mal neu starten, weil er ist irgendwie rausgeflogen, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung wieso. Kaninchen. Ja, lass mal das Kaninchen. Wo muss ich hin? Ich kann da oben hoch. Aber hier kann ich auch noch rein. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Na, warum nicht? Wer es schön findet. So, Karnickel. So, jetzt habe ich dich. Aufsammeln. Was soll das denn? Will er nicht. So, gehen wir mal hier oben hoch. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, den gibt es bestimmt unterirdisch oder so, unter der Festung. Erstmal gehen wir da runter. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Ja, da wollen wir doch mal hoffen. Kiste. Dietrich, wo kriege ich denn den Dietrich her, verdammt? Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ah, Missionsbelohnung Dietrich. Ja. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Funktürme, okay. Habe ich einen Dietrich schon? Dann kriege ich wahrscheinlich erst, wenn ich das Ding abgeschlossen habe. So, was haben wir hier denn? Karnickel. Ja, geht rein. Ja, wir gucken mal, was hier ist. Am besten immer alles absuchen. Weiß ja nie. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Ja, schön. Auch eingesammelt. Ich komme von da, ne?
Nee, von hier komme ich. Was ist denn da noch? Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Hä? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber ja, bald. Ich habe noch nicht mal angefangen, du Dorfkopf. So, ich muss erstmal hier hoch, glaube ich. Sender, da werden ja nicht so viele sein, oder? Will ich hoffen. Hier noch eine Kiste. Hier noch eine. Hat die wieder kalt? Die war doch gar nicht im Wasser. Achso. Ich muss hier rüber. Das geht nicht. Muss ich also hier rüber klettern? Was macht die denn? Ist so doof oder was? Was da oben drauf? Leiter, nicht daneben springen. So, dann haben wir hier noch was zum Aufheben. Gehen wir hier hoch. Und den Sender muss ich zerstören. In zwei Stück. So, wo hinhauen. Dann haben wir hier noch Kiste. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Was für ein Eingang? Da brauche ich auch wieder einen Dietrich für. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Ja, das glaube ich auch. Die hatten wir, die Kiste, wa? Ne? Hm. Da können wir hoch. Und wir erstmal hier gucken, wie ich hier diese Dings nahegelegenen Eingang. Also krieg ich den Pfeil nicht wieder zurück. Hier, das Ding muss ich zerstören. Irgendwie. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Fünf Stück? Oh Mann. Fünf Stück von den Kackdingern, ey. Was sollen die denn alle sein? Und da kann ich auch noch hoch. Leiter.
Kiste. Wir müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, Compound-Bogen. Schön. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Das geht nicht. Da ist noch ein Nest. Hier ist ein Seil. So. Wo ist denn der nächste Funkturm? Tiere. Mist. Ach, mit dem Pfeil. Gehen wir mal hier in die Höhle. Wenn da mal nicht wieder irgendein Bär rumrennt. Also hier ist schon mal nichts Bestimmtes. Sonst gibt es hier auch nichts. Die Musik ist ich wusste es. Mist, Kacke, ey. Habe ich jetzt beide erledigt oder nur einen? Nur einen erledigt, wa? Nichts, Dornen. Da geht's wieder raus. Oder auch nicht. Oh, also doch nicht. War nur meine Haare, die am Flattern gewesen sind. Ja, ich würde sagen, das war's hier in der Höhle. Da können wir wieder rausgehen. Oh. Wieso kriege ich den Pfeil nicht? Nur wird nicht angezeigt. So, wo ist der nächste Mast? Da sind noch Bäumchen, die ich aufsammeln kann. Hier nehme ich auch noch mit. Immer gut. So, wo war ich stehen geblieben? Nächster Mast. Da sind drei Punkte. Da ist nichts. Also muss ich in die Richtung. So, hier waren wir ja schon.
Habe mich ja von der Höhle ablenken lassen. Da ist auch eine Höhle. Da ist ein Funkmast. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Warte mal, den kann man bestimmt, Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Lass runterklettern. Ja, gucken wir mal nach, was es hier so gibt. Hier geht's ziemlich runter. Und das ist scheiße dunkel. Ja, rennen aber bestimmt auch wieder irgendwelche Viecher rum. Sollen die Wumme auswählen. Ist doch ein bisschen schneller. Finden Sie nahegelegenen Eingang? Ja, was habe ich denn gerade gemacht? Hört zum Lesen. Ah, kann man also Sachen sammeln, um Munition herzustellen. Auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Hier ist noch was. Noch was dazu gefunden. Und hier haben wir zum Lesen. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Wieder ein bisschen Griechisch dazu gelernt. Auch sehr schön. Sonst gebe ich dir nichts. Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Wer weiß das schon. Gucken wir doch mal nach. Wer weiß, was wir da finden. Vielleicht irgendwas oder nix. Unbekanntes Gebiet. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Was? Viel Wasser? Ach je. Da springe ich da mal nicht runter. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Schön. Hätten wir auch geklärt. Ach, da kann man noch runter. Du Scheiße. Ja, dann klettern wir hier mal runter. Soll nicht verkehrt sein. Jetzt denn, muss ich jetzt da rüber springen. Mal gut, dass wir sowas können. Und kalt ist es anscheinend auch. Ja, gut. Was haben wir denn hier noch? Wasser. Da kann ich da bestimmt noch runtertauchen. Da kann ich dran springen. Wahrscheinlicherweise öffne ich dann irgendwas, wenn ich da dran springe. Ich weiß nur noch nicht was. Das schauen wir uns mal eben an. Würde ich sagen. Man weiß ja nie. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Ja, springen wir nochmal dran. Und los geht's. Ich
fallen lassen. Ja, okay. Jetzt sind wir halt hier irgendwo in so einer Höhle. Da ist auch wieder irgendwas. Oh, Pfeile. Immer gut. Und jetzt? Ein Ölfass. Ja, wie komme ich da jetzt ran? Ein Ölfass, ja, das ist schön, hast du gut erkannt, aber wie komme ich denn da hin? Ich komme ja hier nicht hoch. Ich kann vielleicht die Teile kaputt schießen. Ja, oder einfach das Fass kaputt schießen. Ist auch ganz gut natürlich. So, wo sind wir jetzt? Ein Basislager. Das ist wunderbar. Zisternenhöhle. Ja, gut. Sind wir zwar eigentlich von den normalen, was wir eigentlich machen wollten, total abgelenkt, aber ist auch gar nicht so schlimm. Benutzen wir mal Lager, damit das speichern kann. So, Fähigkeitspunkt. 2 Überlebender. Kann man da noch? Schnelle Handlungen. Das hört sich ganz gut an. Dann haben wir noch ein Waffen-Upgrade. Für die Pistole. Polierter Lauf ist natürlich noch besser. Das machen wir auch. Weil mehr Schaden ist immer ganz gut, ne? Für den Bogen kann man auch noch was. Können wir sogar auch machen. Eine Griffumwicklung. Die nehmen wir auch noch. Und ja, das wär's dann. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Also bis dahin, tschüss.